Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Castellator. Ja, herzlich willkommen. Ich habe keine Ahnung. Immer noch nicht. Ich habe nicht meine Lösung gefunden. Das funktioniert. Muss auch irgendwie. Irgendwie. Hallo. Oh, hallo. Ich schätze, es ist ein sehr sinnlicher Job. Immerhin hast du den ganzen Tag mit Frauenhaar zu tun. Nein, nicht bei dem Typ Frau, mit dem wir es hier zu tun bekommen. Nie sehe ich seidene Locken. Nie bewegt sich goldene Magie unter meiner Schere. Hier ist nichts auch nur annähernd so wundervoll wie mein kleines Milchmädchen. Vielleicht. Ja. Wir versuchen mal was. Vielleicht ist das die Lösung. Er träumt ja von seinem Milchmädchen, ne? So viel wissen wir jetzt schon mal. Sprechen wir sie doch mal. Versuchen wir sie doch mal drauf anzusprechen. Sei still und setz dich. Wenn du verrückt. Ja, halt's mal. Bist du er? Was? Nein. Ich schätze ihn. Wer bist du? Der Mächt. Schade. Wen möchtest du? Ihn. Seit meiner Kindheit. Gebt mir Geduld. Nun, es glaube ich, man riet das machen. Kann ich mir denken. Bist du wegen eines schlechten... Nein. Warum fragst du? Du trägst das... Du siehst wie ein... Das ist der Gut. Was hat es mit deinem Geliebten? Zuletzt habe ich meine wahre Liebe... Es war ein Zeichen. Deshalb bin ich mir... Tatsächlich? Ich habe auch das Jodeln... Meine Güte. Warum ist sie wie ein Milchmädchen gekleidet? Wie die was ist das scheint mir ein wie die Augen was ist geschehen ist einfach Moment nein das nicht scheint mir eine gute Gelegenheit zu sein dieses törichte Gespräch zu beenden Diplom mit Auszeichnung bestanden TMSIDR Schnappers Fernlehrinstitut Psychiatrikerei sehr gut. Nun, wenigstens ist hier die geistige Gesundheit in besten Händen. Sei still und wenn du verrückt... Hm. Ich mach schon wieder die Tür zu. Aber ich überleg gerade die ganze Zeit. Was müssen wir tun? Was? Sag mir vielleicht jetzt dieser blöde Friseur zu. Ich meine, hier ist ein blödes Milchmädchen. Hallo. Ich schätze, es ist ein sehr sinnlicher. Nein, hier ist. Hallo. Ich schätze, hier. Ich glaube, die Berufe des Zahnarztes und Friseurs haben noch einen langen Entwicklungsweg vor sich. Lass die Nun, ich glaube wenigstens, dass es... Hm. Zange? Bohrer? Nadeln? Ich schlage vor, wir kommen dem Ding nicht zu nahe. Einverstanden? Ich habe keine Ahnung. I have keine Ahnung. Nö, ich habe keinen Plan. Ich glaube, das wird eine Folge mit Gesuche. Hier ist auch irgendwas verborgen. Gucken wir, ist auch irgendwo noch ein Ortsteil zum Hingehen. Irgendwo im Nirgendwo.
Wollen wir jetzt in die Schatten? Ich brauche einen sehr... Nein. Ja, der Erklärung ist vorbei, kannst wieder gehen. Irgendwo... Nein, hier haben wir alles gesehen. Das muss ich echt mal überlegen hier. Ja, fuck mal alles ab. Wirtschaft, wir gucken nochmal hier rein. Scheint verrückt. Mir gehen die Ideen aus. Ach komm schon, Gehirn. Wir wussten es doch irgendwann mal. Komm schon, liebes Gehirn. Gehirn! Kaputte Trommel! Da haben wir doch mal was. Ich grüße dich. Hallo. Bist du ein... beginnt mit dem U. Ein Unruhestifter? Nein. Warum fragst du? Oh, ich mich langweilen. Dass der Nachteil ist dabei, Rausschmeißer zu sein. Manchmal man warten muss mehrere Minuten, bis sich Gelegenheit zu einem guten Kampf ergibt. Es ist zu ruhig hier. Wenn hier nichts zu tun, mir wird so langweilig, dass ich manchmal haue auf eigenen Kopf, um zu vertreiben ein wenig die Zeit. Ich meine, wenn nicht jemand Prügel herausfordert, kann nur warten ich. Wirst du dafür bezahlt? Ja, ja. Man mich bezahlt dafür, Leute zu... beginnt mit dem H. Zu hauen. Schlägst du einfach wahllos zu? Oh, ich nicht benutzen kompliziertes Zeug wie wahllos. Ich gebe eins über die Rübe den Leuten, die in der Taverne machen Stunk. Klingt nicht schlecht. Bekomme eine Zulage wegen Abnutzung der Knöchel. Aber das mit der Langeweile schlimm ist. Glaube manchmal zu hören, dass die Leute geschlagen werden wollen. Vielleicht ich meinen Job ändern und haue alle, die vorbeikommen. Oder du das hältst für übertrieben? Ich glaube, das solltest du besser lassen. Entschuldige bitte. Ich verstanden habe, du sollst ihm was verpassen. Muss sein von den Verwechslungsdingern. Ist dein Kopf heil? Hast du die Nummer des Eselkarrens notiert? Hab doch nicht zu fest gehauen, oder? Oh ja, danke Mutter. Ich bin soweit in Ordnung. Es ist nur eine kleine Beule. Zum Glück war er nicht zu hart, der Schlag. Oh, entschuldige. Bitte entschuldige. Er ist der Instinkt. Geht immer wieder mit mir durch. Du... ein wenig angeschlagen aussieht. Wie fühlst du dich? Nicht besonders gut. Ich sollte mich besser hinlegen. Oh, meine Güte, wie sehr ich mich schäme. Ich verstanden habe, hinlangen. Ja, entschuldige bitte. Ich glaube, jemand ruft mich. Er hat eine ziemlich lustige Stimme. Hübsche Trommel. Schade, dass sie zerbrochen ist. Puh, was ist denn hier passiert? Mittelländer. Ah. Kleiner Bursche. Weg mit dir. Ich habe genug. Bin gerade zusammengeschlagen worden. Und zwar ohne irgendeine Erklärung. Ich schreie, wenn du noch näher kommst.
Entschuldigung. Was haben wir denn getan? Au! Was soll das? Oh, ich dachte, du gesagt hättest, ich will kämpfen. Das war ganz bestimmt nicht der Fall. Darin besteht das Problem mit Leuten wie euch. Ihr glaubt, mit Fäusten alles lösen zu können. Oh, Entschuldigung. Wir dachten, du spüren wolltest Faust. Ja, ja, typisch. Herzlichen Dank. Ich gehe jetzt dort drüben hin. Erstickt bloß nicht an eurem Bier oder so. Ihr seid vermutlich die psychotischen Irren dieser Taverne, wie? Da hast du recht. Wir seien irre, barbarische Schädelzertrümmerer. Außerdem, wir auch Gedärme reißen aus Leib. Wir Gedärme reißen können dir aus Bauch, wenn du möchtest. Nur ein bisschen. Zum Spaß. Du willst kämpfen? Nein, nein. Macht euch nur keine Umstände. Ich glaube, wir vielleicht töten ihn ein wenig. Dann wir trinken Bier und später ihn ganz erledigen. Später nicht gut. Will kämpfen jetzt. Wenn wir bitten ihn freundlich, dann er vielleicht umdrehen sein Glas und uns auffordern, ihm aus dem Leib zu reißen, Gedärme. Möchtest du, dass wir dir aus dem Bauch reißen, Gedärme? Nein, nein. Derzeit bin ich sehr in Anspruch genommen. Mal sehen, was ich später für euch tun kann. Was ist das für komische Kerle? Und ihr seid? Wir Mittländer sind. Stimmt, Mittländer wir sein. Vielleicht kämpfen willst du? Wie bitte? Nein, nein, ich möchte nicht kämpfen. Zumindest nicht mit Leuten, die Öl auf ihre Brustwarzen schmieren. Nö. Fragt ihr? Stadt sehr langweilig. Wir nicht noch einmal kommen hierher. Ja, viel zu langweilig hier. Gestern Abend, wir haben ein wenig getötet. Hier und dort, nur drinnen. Ich glaube, ich auch getötet habe draußen. Ein oder zweimal. Ja, ich getötet habe jemanden auf Straße, aber nicht sehr viel. Anschließend uns wieder langweilig und suchen nach Möglichkeit für richtigen Kampf. Du willst kämpfen? Nein, diesen Punkt haben wir bereits geklärt. Vielleicht wir hier können kämpfen später, wenn Leute sind betrunken. Wenn du willst unsere Dienste, brauchst du nur umzudrehen dein Glas. Dann wir zertrümmern deinen Kopf und reißen Gedärme aus dem Leib dir. Ja, in Ordnung. Ich notiere es mir. Entschuldigt bitte, ich habe das sehr dringende Bedürfnis, einen anderen Ort aufzusuchen. Okay, das sind komische Typen, die prügeln wollen. Wie war das noch mit reanuellen Wein? Was macht ihr Trottel hier? Aus dem Weg! Ich glaube, er uns gemeint. Ja, stimmt. Er zu uns gesprochen. Was wir mit ihm machen? Ich vorschlagen, wir ihn zerquetschen zwischen unseren Bizeps und ihm dann das Gehirn aus dem Kopf quetschen wie Creme aus der Tube. Vielleicht er sich nicht eignen für Kampf. Er trägt Kleid. Wir uns darauf beschränken, ihn zu verletzen. Richtiger Kampf kommt später. Nun, wir sehen uns später. Oh, die sind gratis, jawohl. Und warum darf ich nichts davon nehmen? Zuerst musst du der Taverne zu ihren Getränken gratulieren. Aber ich habe noch gar nichts getrunken. Also gut, was möchtest du? Viel los? Nein, eigentlich nicht. Wieso? Oh, ich dachte nur, was gibt es hier zu trinken? Nun, man muss sich der Kundschaft anpassen, Freund. Die Leute, die häufig bei mir einkehren, was möchten sie wohl trinken? Nun, was darf sein? Ist dies eine Taverne, in der harte Burschen verkehren? Gilt dieses Haus als ein Ort der Gewalt? Ja, natürlich steckt keine Planung dahinter. Es ergab sich einfach so. Dann nehme ich das Übliche. Ein Glas Gin mit Zimmertemperatur und einem menschlichen Haar drin serviert. Oh, ich habe gerade nachgesehen und festgestellt, dass wir keinen Gin mehr haben. Whisky? Leider nein. Reiswein, Pernod, Absinth, Knieweich? Nein. Wie wär's mit einem Krug Rachenputzerbier? Ich fürchte, es ist verdorben, Herr. Verdorbenes Rachenputzerbier? Wie ist das möglich? Es tötet Bakterien. Man kann's benutzen, um Aborte zu reinigen. Nun, es hat sich gesetzt, Herr.
Das Schwarze darin hat sich unten angesammelt. Irgendetwas ist mit dem Holunderbeerwein passiert. Scheint sich ebenfalls gesetzt zu haben, ist klumpig geworden. Aber bestimmt kann man ihn trotzdem trinken. Nein, danke. Hast du was ohne Klumpen drin? Oh, tonnenweise. Nun, Herr, ich weiß nicht, ob du das improvisierte Wortspiel bemerkt hast. Ich finde es recht gelungen. Tonnenweise. Damit könnten Tonnen gemeint sein, also Behälter. Es wäre aber auch möglich, dass es sich um einen umgangssprachlichen Ausdruck für viel handelt. Ja, ja, nicht übel. Du hast also viele Getränke, oder? Nun, nicht unbedingt. Gibt es hier was zu trinken? Natürlich, Herr. Dies ist eine Taverne. Welchen Sinn hätte eine Taverne, in der kein Bier ausgeschenkt wird? Aber das ist doch nicht zu trinken! Heute haben wir sogar ein Bier vom Fass. Riecht überhaupt nicht wie Bier. Das riecht wie Zinnemotts lakonischer Milzberuhiger. Nun, das Zeug hat große Ähnlichkeit mit Bier, Herr. Wie bitte? Es ist eine der gefährlichsten Arzneien, die je von Menschen ersonnen wurden. Wie kann sie Bier ähneln? Nun, es ist eine Flüssigkeit, Herr. Ich rühre das Zeug nicht an. Gib mir bitte ein Glas Wasser. Wasser? Etwa aus dem Fluss Ankh? Du bist mutiger, als ich dachte. Oh, ich verstehe. Na schön. Dann gib uns Zinnemotts lakonischen Milzberuhiger. Kann ich den Becher behalten? Das funktioniert nicht. Reannueller Wein. Schön, damit können wir Kerzen machen. Für den reannuellen Wein. Hätte es irgendeinen Sinn, um ein Glas davon zu bitten? Ich denke schon, Herr. Na schön, ich möchte ein Glas reannuellen Wein. Warte, Herr, ich sehe nach. Nun? Wollte nur ein wenig die Spannung erhöhen. Trink vorsichtig, das Zeug hat's in sich. Toll. Tatsächlich? Ich spüre gar nichts. Es ist reannueller Wein. Stammt von Reben, die in der Zeit rückwärts wachsen. Der Wein wirkt sich aus, bevor man ihn trinkt. Gestern Abend musst du ganz schön knülle gewesen sein. Komisch. Ich erinnere mich gar nicht daran, was gestern Abend geschehen ist. So schlimm war's, wie? Reannueller Wein wird aus den gleichnamigen Beeren, Reannuellen, hergestellt, die nur in sehr dichten Magiefeldern wachsen. Normale Pflanzen wachsen, nachdem man den Samen gepflanzt hat. Bei reannuellen Pflanzen ist es genau andersrum. Auch wenn reannueller Wein die gleichen Nebenwirkungen wie normaler Wein hat, so hat man den Kater bereits hinter sich. Daher sagt man auch, wie wär's mit einem Haar von dem Hund, der dich beißen wird? Scheiße, ich will so einen Wein haben. Das klingt ja geil. Nie betrunken sein, na gut, man ist ja betrunken, aber man war es ja schon. Nein, ich will... Rincewind! Nein, 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 nein! Das funktioniert... Nicht re... Nein! Aber ich weiß schon, wo wir hin jetzt hingehen. In die unsichtbare Universität. Reden nochmal mit ihm. Nein, fort mit dir. Keine Geister, keine Geister. Immer mit der Ruhe. Ich bin Zauberer. Ich gebe dir einen aus. Was hat es mit den Geistern auf sich, Teuerster? In meinem Zimmer. Ein grässliches Wesen aus der scheußlichsten aller dunklen Tiefen. Es nahm einen Passierschein fürs Tor und verschwand damit. Werde den Schrecken nie vergessen. Den Passierschein fürs Tor? Du hast von nie vergessen gesprochen. Bedeutet das, du kannst einen kompletten Bericht erstatten mit allen Einzelheiten und so? Oh, ich denke schon. Hast du was dagegen, wenn ich mir alles notiere? Sollte ich mich nicht auf eine Couch legen oder so?
Meinetwegen. Fühle ich mich dadurch besser? Nein. Erzähl mir vom Passierschein fürs Tor. Passierschein? Entschuldigung. Habe ich Passierschein gesagt? Erzähl mir vom Geist. Es war entsetzlich. Da stand er. Wirkte richtig geisterhaft und so. Eine Erscheinung, die direkt aus den Kerkerdimensionen zu kommen schien, sauste genau auf mich zu. Das etwas. Ich habe ein schwaches Herz. Fiel auf der Stelle in Ohnmacht. Bist du ohnmächtig geworden, ohne etwas zu beobachten? Zum Beispiel die Aktivitäten des Geistes? Nein, ich habe nichts gesehen. Abgesehen davon, dass der Geist und das Schmuckkästchen griff, den Brieföffner aus dem Geheimfach nahm, dann einen Brief öffnete, den ich unter der Matratze versteckt hatte, den Zettel darin las und die auf dem Zettel notierte Kombination verwendete, um den Safe zu öffnen. Aber abgesehen davon erinnerst du dich an nichts. Das stimmt. Als ich zu mir kam, war der Passierschein für die Stadt weg. Okay. Ja, Wuga, Wuga. Oh nein, es platzt, dein Gesicht aus geschmolzenem Gold. Ja! Hä? Die Götter mögen dich segnen, Kumpel. Du bist ein guter Kamerad, ein so und so. Du und ich gegen den Rest der Welt, Kumpel. Ich trinke gern mit Dingsbums, weil Dingsbums mein Kumpel ist. Wie war das noch? Du nicht nehmen Kerze! Hallo? Hallo? Hallo! Nun, ja. Ach, und damit hat sich's wie? Auf diese Weise begrüßt du den größten Helden dieser Ära? Den einen, den einzigen, den unbezwingbaren? Wie bitte? Ich bin wichtig, jawohl! Kann mir nicht die Zeit nehmen, auf jeden dummen Gruß zu reagieren. Nun, wie möchtest du begrüßt werden? Ich fänd's nicht schlecht, wenn man mir einen ausgibt. Ich bin Flobart, der unbesiegbare, größte Dieb im Multiversum. Ich habe alles überlebt. Gegen den Ameisengott von Quax habe ich gekämpft und er existiert nicht einmal. Außerdem habe ich den Aufenthalt im Tal der spärlich bekleideten und erstaunlich gut frisierten Amazonen überstanden. Aus Ophlos Tempel bin ich entkommen. Vor mir ist es noch niemandem gelungen, ihn in weniger als 3 Teilen zu verlassen. Ich glaube kein Wort davon. Haha, du wagst es, den größten Helden dieser Ära für einen Lügner zu halten? Fluss auf und Fluss ab bin ich bekannt. Jawohl. Der Fluss? Ja. Meinst du den Ankh? Ist das nicht gefährlich? Man muss auf die Kröpfe und das Gieren achten. Gieren? Was meinst du damit? Für mich noch einen Krug, danke. Bei einer anderen Gelegenheit habe ich bla bla prahl bla bla. Wirt, was zu trinken? Ich sehe schon, was hinführt. Was die Amazonen betrifft. Bla 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 üppig, bla 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 rund, bla 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 Meringe. Bla 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 in heißer Vanille gebadet, bla 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 bla. Wildes Rutschen, bla 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 bla, griffen sie dauernd nach meinem bla 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 bla. Und dann tranken wir Tee. Okay. Wir gehen einfach. Wir gehen. Aber reanueller Wein, das klingt interessant. Aber ich habe eine Idee, da war nur eine Kerze in der Kammer. Da ist ja eine Truhe. Ja! Nimm's mal wieder an dich. So, was haben wir denn hier? Neue im Nu Stärke. Lässt alles steif werden. Könnte unter gewissen Umständen durchaus nützlich sein. Das funktioniert.
Ich habe keine Ahnung. Gale. Lampe. Ja, sonst ist hier nichts. Aber, wie es weitergeht, sind wir in der nächsten Folge bei Castellator mit Discworld. Haut rein, lasst ein Kommi da, Abo oder sonst irgendwas. Sucht es euch aus. Ich freue mich, von euch zu lesen. Bis dann, haut rein.